Hallo und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever. Ich könnte mich beim letzten Mal tatsächlich vertan haben und Train Fever gesagt haben, ich bin nicht sicher. Falls ja, natürlich Entschuldigung, wir spielen hier Transport Fever. So, ich bin nicht sicher, darum sage ich das jetzt einfach mal. Ich habe das Video nämlich jetzt gerade aufgenommen. So, dieses Video hier ist natürlich eine Besonderheit. Und zwar ist heute der 8. November, natürlich nicht zum Aufnahmezeitpunkt, aber der 8. November, wenn dieses Video erscheint, das heißt, das Review-Embargo ist gefallen. Und zwar heute Morgen um 10 Uhr mitteleuropäische Zeit. Ich darf jetzt völlig frei mich über dieses Spiel äußern, darf ja sagen, ob es mir gefällt, ob es mir nicht gefällt und ob ich eine Empfehlung gebe. Ich kann theoretisch eine Bewertung geben. Ihr wisst ja, ich gebe keine Bewertung, ob ich ein Spiel mag oder nicht mag, das findet man bei mir, denke ich, beim Zuschauen relativ schnell raus. Von daher, ich werde jetzt einfach mal gar nicht so viel sagen. Wir werden jetzt einfach die Zeit weiterlaufen lassen, damit wir noch ein bisschen Geld einsammeln hier. Und ich schau mal gerade, da kommt auf jeden Fall der nächste Zug oben aus Veitstrott runter. Der ist voll beladen. Der fährt hier in den Bahnhof ein. Und bringt $173.000 mit. Das ist sehr schön. Und jetzt schauen wir mal eben. Der nimmt hoffentlich auch alle wieder mit. Jawohl, sieht gut aus. Obwohl, nein. Drei warten noch. Und wir fahren schon mit zwei Zügen. Und das Problem ist, hier hinten, der Zug fährt gerade erst ein. Warum fährt er jetzt erst ein? Das ist nicht gut. Aber der dürfte auch voll sein. Er ist fast voll. 39 Passagiere. Und hier warten 59. So, Zug ist gedreht, fährt wieder los. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das mit der Begegnungsstelle hier funktioniert, wenn der Zug da hinten so viel später losfährt. Der Zug ist schon hier. Ich stell mal schnell vor. Also irgendwie passt das doch. Ich glaube, ich muss doch doppelgleisig bauen, weil so richtig hundertprozentig getimed kriege ich es hier nicht. Und wenn ich jetzt ein Riesenstück hier doppelt baue, dann kann ich theoretisch auch die ganze Strecke doppelt bauen. Ja, seht ihr, es klappt wieder nicht. Ach, ist das ärgerlich. Ist aber mein Fehler. Kann das Spiel nichts für. Ja, er muss jetzt hier warten. Der Gleisabschnitt ist nicht frei. Das Signal steht auf Halt. Und wenn der Zug durch ist, geht das Signal hoch. Und der Zug darf weiterfahren. So. Okay, also. Begegnungsstelle passt noch nicht. Ich werde es jetzt nicht korrigieren, wir werden das doppelgleisig ausbauen, aber nicht jetzt, weil ich möchte jetzt natürlich gerne diese Strecke hier in Betrieb nehmen, unsere erste Warenstrecke. Und obwohl ich ganz am Anfang gesagt habe, dass ich mich auf den Personenverkehr konzentrieren will, bleibt es natürlich nicht aus, dass wir solche Sachen hier anschließen. Es hilft nämlich der Entwicklung der Stadt. Das heißt, wenn Waren dort sind, wenn Lebensmittel angeliefert werden, dann entwickelt sich die Stadt schneller. Und das ist natürlich gut für uns, dann gibt es auch mehr Passagiere. Also mehr potenzielle Passagiere für unsere Linien. So, jetzt aber endlich, bevor ich mich hier dumm und dösig labere, kaufen wir einen Zug. Ich würde sagen, wir nehmen die neuere, die Borsig. Die fährt 5 km/h schneller und hat eine etwas höhere Zugkraft, 5 kN mehr. Von daher für Waren, denke ich mal, ganz sinnvoll. Kostet natürlich auch mehr. Aber egal. Eine Borsig bitte. Und welche Anhänger? Wir brauchen Vieh und Getreide. Das dürfte dann ja der offene Güterwagen sein für Vieh. Für Getreide. Nee, doch, da für Getreide ist es richtig. Wie viele? Das ist natürlich jetzt die magische Frage. Das werden wir erst im Laufe der Zeit herausfinden. Ich denke mal, Güterwagen ist Vieh und. Ja, wir kaufen jetzt. Kann denn in den Güterwagen nicht auch? Nee, schade. Aber in den Güterwagen können später Lebensmittel. Wir könnten den Zug also theoretisch sogar durchfahren lassen. Also, wir kaufen jetzt erstmal ein paar offene Güterwagen. Jeweils 4 kann der laden. Das ist wirklich nicht viel. Nehmen wir mal 5 Stück. Das ist nicht viel, ne? 20 kann er dann gerade laden. Hier steht jetzt Kohle. Das wird automatisch umgerüstet. Das sind so, ja, das sind Güterwaggons, die sich automatisch umrüsten auf die jeweilige Frachtart.
20 ist nicht viel, aber wir fangen damit mal an. Sonst müssen wir halt zwei Züge einsetzen. Weil wir brauchen jetzt auch Güterwagen fürs Vieh. Oh, und da ist das Geld aus. Das Geld ist aus. Das liebe Geld. Müssen wir warten, bis wieder ein Passagiertransport fertig wird. Und das ist gleich soweit. Züge haben sich gerade begegnet, das heißt, fahren gleich beide in den Städten ein, dann haben wir genug Geld. Und ich bin erkältet, ich bitte das zu entschuldigen. Ich höre mich gerade ein bisschen merkwürdig an. Und ich kämpfe auch. So, also 173.000 hier, auf der anderen Seite nochmal das gleiche ungefähr. Jeden Moment, da ist es. Okay, so, jetzt haben wir genug Geld. Was haben wir jetzt gesagt, was müssen wir noch kaufen? 4 von den normalen Güterwagen. 1, 2, 3, 4. Sind die so teuer? Tatsächlich, die kosten 125.000. Ich möchte eigentlich vermeiden, einen Kredit aufzunehmen. Ich fürchte nur, dass ich hier in diesem Fall nicht drum herum komme, weil jetzt nochmal so lange warten. Nee, das machen wir nicht. Ich nehme hier mal Darlehen auf von 500.000. Das können wir relativ schnell zurückziehen. Zurückzahlen. Und wir brauchen ja nur noch 2 Wagen. Da reicht das auch für. Und dann machen wir eine Linie dafür. Eine neue Linie. Ach, Entschuldigung. Und zwar vom Bauernhof zur Lebensmittelfabrik. So. Und von der Lebensmittelfabrik wieder zurück in die Stadt. Wir fahren erstmal so. Und gucken mal, ob das Ganze funktioniert. Das funktioniert jetzt noch nicht, weil wir das Gleis noch nicht richtig verbunden haben hier. Der kann hier noch nicht rausfahren auf das Gleis. Das heißt, ja, das macht aber nichts. Wir werden das gleich anpassen, dann passt das. Das heißt, wir müssen eigentlich hier, wir gehen einfach hier raus. So, jetzt fährt er erst in die Stadt. Das ist natürlich nicht richtig. Aber jetzt wird das auch richtig angezeigt. Und später müssen wir das dann ummodeln. Weil wir dann einen Zug für diesen Teil hier einsetzen wollen. Und einen für die andere Seite. So, dem Zug gucken wir mal zu. Derzeit kann ich mir nämlich die Nase putzen. Bis gleich. So, und da fährt der Zug mit wunderbar langsam 17 km/h auf unserer Strecke. Hier geht es natürlich jetzt bergauf. Das heißt, wenn wir hier mal leistungsfähigere Züge haben, profitiert die Strecke natürlich davon. Hier kann man die Steigung auch schön sehen. Aber immerhin. So, das ist jetzt auch die erste Fahrt, die tatsächlich was einbringen müsste. Haben wir eigentlich schon was geladen? Nee, wir haben noch nichts geladen. Eigentlich hätte er am Bauernhof ja schon was mitnehmen können. Allerdings dauert das, glaube ich, eine Fahrt lang, weil der muss erstmal sehen. Also der Bauernhof muss erstmal realisieren, dass er eine Verbindung jetzt hier zur Lebensmittelfabrik hat. Dementsprechend sind hier jetzt noch keine Güter und hier, wenn nichts angeliefert wird, wird natürlich auch nichts produziert. Aber jetzt auf der Rückfahrt nehmen wir gleich dann vom Bauernhof was mit. Wir schauen mal kurz, ob was da ist. Ja, das sieht doch gut aus, schaut mal. Da sieht man ja schon die Symbole. Und hier liegt dann schon mal 12 Vieh und 12 Getreide. Sehr gut. Und man kann das hier auch sehen. Das wird hier an den Bahnhöfen visualisiert. Das ist recht schön gemacht. Es gibt immer für jede Warenart 2 Möglichkeiten. Nämlich einmal die kleinen. Das sind hier dann die kleinen Viehcontainer. Und die großen für die 10er-Schritte, glaube ich. Und beim Getreide ist es hier genauso. Einmal die kleinen Palettchen mit den einzelnen Säcken und die größeren einer in die 10er Schritte sind dann das hier. So, da kommt der Zug. Ja klar, der will jetzt...
Ja klar, der will jetzt einmal zur Stadt fertigen Lebensmittel mitnehmen, was er natürlich nicht macht. War ganz schön durchgerauscht hier. Und hier wartet immer mehr, also jetzt schon 19. Ah, das könnte alles ganz schön knapp werden. Ich glaube, wir werden früher einen neuen Zug brauchen, als es mir lieb ist. Vor allem, als ich es mir finanziell leisten kann. Und da hinten am Bahnhof, da stehen auch schon wieder mindestens 50 Leute. 51, Wahnsinn. So, jetzt gucken, was der Zug mitnimmt. David ist eingeladen. Ja, bleibt natürlich was stehen. Das heißt, wir können jetzt schon mit einem zweiten Zug planen. Oder mit mehr Anhängern. Da gibt sich beides nicht. Das ist beides im etwa das gleiche. Und jetzt schaut mal, jetzt kann man hier auch sehen, was geladen ist. Und die Container hier, die sind, wenn man denn durch den Rauch blicken kann hier. Aber man sieht hier, da ist das Vieh, das Getreide drin. Und hinten ist das Vieh, das kann man natürlich nicht sehen. Meine Güte. Was für ein Rauch. Aber schön realistisch, ne? Hier unten einmal und oben, sehr schön. So, wir gucken mal, was uns diese Strecke für eine volle Fahrt bringt. Wie viel Ertrag wir haben, wie viel Gewinn wir machen. Darum bleiben wir nochmal beim Zug. Und ja, Review Embargo ist weg. Also, das Spiel hat ein, zwei Macken, ganz klar. Vielleicht auch zwei, drei. Ich finde zum Beispiel nervig, dass man hier immer, wenn man mit der Maus hier durch das Bild fährt... $300.000. Sehr schön. Immer wenn man hier mit der Maus durch das Bild fährt, man hat immer sofort dieses Highlighting. Das habe ich auch im Forum, im Beta-Forum angemerkt. Das stört mich persönlich. Man könnte es ein bisschen weniger aufdringlich machen. Bisher noch keine Antwort zugekommen. Mal schauen. Ja, jetzt sind die Container leer und man sieht aber trotzdem, auf was die Container eingestellt sind. Das bleibt hier also so ein bisschen Rest. Getreide bleibt liegen. Das hat aber nichts zu sagen. Man sieht hier Getreide null. Oh, er hat schon ein Lebensmittel mitgenommen. Schaut mal. Ein Lebensmittel schon dabei. Das heißt, wenn wir jetzt zur Stadt durchfahren, kriegen wir auf jeden Fall schon mal den Erlös. Das ist ja auch eine super Sache. Das ist eine super Sache. An den rauchenden Schornsteinen der Stadt vorbei, durch das Industriegebiet, mitten ins Herz der Stadt. So fahren wir hier mit der Wolfsherzbahn. Sieht ihr hier, ich bin mit der Maus hier unten, das wird sofort gehighlightet. Das stört mich zum Beispiel. Ist fürs Aufnehmen halt nicht so schön. Okay, also diese eine Einheit Lebensmittel, die hat jetzt nur 9000 gebracht. Aber wir können uns ja vorstellen, dass das natürlich mehr wird. Umso mehr Lebensmittel auch angeliefert werden. So, okay, also. Das läuft erstmal. Natürlich müssen wir noch optimieren. Ich würde aber vor allem jetzt hier auch mal gucken, weil wir haben definitiv ein Kapazitätsproblem mit unseren Zügen. Die fahren nämlich voll weg und es bleiben immer noch Leute am Bahngleis stehen. In diesem Fall 28. Das wäre ja fast schon wieder ein neuer Zug. Wenn wir mit drei Zügen fahren wollen, dann wird es allerhöchste Zeit für ein Doppelgleis und ich mache jetzt auf jeden Fall das Doppelgleis als erstes, weil wir gerade noch 1 Million auf dem Konto haben. Und dann werden wir die Züge mal verlängern erstmal. Das ist Schritt 1. Und wenn das auch nicht mehr reicht, dann schicken wir einen dritten Zug auf die Reise. Also, wir verlängern das Gleis hier. Das kriegen wir jetzt nicht angeschlossen. Ah, Moment, ich habe falsch geklickt hier. Kriegen wir trotzdem nicht. Müssen wir dann das gleich wegnehmen erst einmal. Und das kostet alles Geld. Das sind jetzt aber keine großen Beträge hier. Das ist flaches Land. Muss nichts abgerissen werden. So, okay. Und falls ihr euch wundert, das sieht jetzt so langsam aus. Wenn man von einer hohen Spielgeschwindigkeit runterschaltet auf normale Geschwindigkeit, diese alten Züge mit ihren 45 km/h, das ist dann wirklich Schneckentempo. Das ändert sich später mit modernen Zügen auf jeden Fall. So, wir brauchen jetzt eine Einfahrt hier. Wir fahren rechts ein und links wieder raus. Also, nee, wir, was für ein Blödsinn. Wir fahren aufs rechte Gleis ein,
auf dieses, also wir fahren auf das äußere Gleis und fahren dann wieder auf die innere Spur. Und zwar, indem wir hier den Wechsel machen. Was will der mit seiner Krümmung hier immer? Okay, das Gleis liegt nicht gerade, das heißt, das ist ein bisschen schwieriger, aber eigentlich doch, geht doch. So, ziehen wir schön lang. Und dann brauchen wir natürlich Signale. Die setze ich aber gleich zum Ende. Weil auf der anderen Seite müssen wir das gleiche machen. Das heißt, der Zug kommt hier rein und fährt auf dieser Seite wieder raus. So. Und das ist kein Bug hier, das ist tatsächlich übrigens ein Weichensteller. Ne? Also auch daran gedacht. Kleine Details sind berücksichtigt. Sehr schön. So, jetzt müssen wir eben warten, dass die Züge hier durchfahren. Dann können wir nämlich auch die Begegnungsstelle abreißen und überarbeiten. Sehr schön. Wir pausieren. Und schmeißen weg das Signal. Und den ganzen Mist hier. So, okay. Das hätten wir schon mal. Jetzt fehlt nur noch eine Kleinigkeit, und zwar die Signale. Der Zug muss hier warten, weil wenn gerade ein Zug auf diesem Gleis steht, dann muss der Zug hier warten, bis der Zug dieses Gleis gewechselt hat und dann kann der andere Zug einfahren. Und ja, hier brauchen wir kein Signal, nicht zwingend. Wenn wir später mit drei Zügen hier fahren sollten, dann brauchen wir noch mehr Signale. Das erkläre ich dann aber, wenn es soweit ist. Hier muss auch gewartet werden. Okay. So, wenn wir uns jetzt den Linienverlauf mal ansehen, dann sehen wir hier nämlich, wie die Linie sich automatisch geändert hat. Jetzt wird hier eingefahren und hier rausgefahren. Und das nur durch das Setzen der entsprechenden Signale. So, die Züge sind richtig unterwegs, das heißt, die fahren jetzt einfach mal nach Hause. Und dann schauen wir uns das hier mal an, ob das auch so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Hier kommen gerade jede Menge Leute rein. 59, meine Güte. Wie die Ameisen. So. Und dann fährt der Zug jetzt hier aufs andere Gleis. Genauso, wie es sein soll. Sehr schön. Ja, das mit dem Autosave, das muss ich wirklich noch abstellen oder den Intervall vergrößern. Okay, so, läuft. Keine Begegnungsstelle mehr, die Züge können ja einfach losfahren. Das ist schon mal schön. So, wie sieht's hier aus? Oh, weia, hier liegt jede Menge... Ah, das ist ja... Eigentlich wollte ich die Passagierzüge vergrößern, obwohl... Ja, wir hätten hier eigentlich auch Bedarf, aber... Diese Folge fällt ein bisschen kürzer aus. Ich muss mir nämlich schon wieder die Nase putzen. Ich möchte euch das nicht antun. Von daher, 2 Minuten vorher Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge werden wir den Personenverkehr ausbauen. Das heißt, mehr Waggons anhängen, damit wir ein bisschen mehr Personen mitnehmen können. Danach werden wir hier zweiten Zug einsetzen, sofern das Geld es zulässt. Und vielleicht sogar auch schon direkt den dritten, der die Lebensmittel... Obwohl, das ist eigentlich, ist das wirklich Blödsinn. Besser ist es, die beiden Züge einfach durchfahren zu lassen. Weil wir können die Lebensmittel hier nicht anliefern. Die werden hier gar nicht angenommen. Naja, und außerdem müssen wir ein paar Straßenfahrzeuge aktualisieren. Die haben nämlich ihre Lebensdauer erreicht und müssen ersetzt werden. Okay, das alles in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Falls ja, lasst mir ein Abo da. Gerne auch einen Daumen und gerne Kommentare. Schönen Tag noch, euer Dr. Wolfsherz. Ciao.